Hallo meine Lieben und schön, dass ihr dabei seid zu meinem XXXXXXL Antike Bücherhaul. Ich habe geerbt, sagen wir es mal so. Nein, meine Stiefoma hat ihr Haus aufge oder löst gerade ihr Haus auf. Und ja, sie oder beziehungsweise die Familie weiß ja, dass ich total bücherverrückt bin. Und ja, sie haben gemeint, okay, bei den Büchern darf sich die Sarah austoben, nimm dir mit, was du willst, was dir gefällt. Und ja, das Ganze ist sehr schnell eskaliert. Also ich bin mega, mega dankbar dafür. Das war für mich wie Weihnachten, Ostern, Geburtstag, alles zusammen. Also ich habe schon gesagt, Leute, das sind für mich die nächsten Geburtstags-, Weihnachts- und Ostergeschenke für die nächsten, keine Ahnung, 20 Jahre. Also ich habe mich so sehr gefreut und ich habe das ganze Wochenende damit verbracht, die ganzen Bücher mir näher anzuschauen, wobei ich nicht mal im Ansatz durch bin, weil ich nehme ein Buch in die Hand, vertiefe so sehr darin, dass ich zu nichts gekommen bin. Also ich habe sehr wenig der Bücher wirklich durchgeschaut. Beim Ausräumen der Vitrinen und Schränke habe ich auch so eine Liste gefunden. Die hat irgendjemand handschriftlich, hat da die Bücher aufgefasst, die Person, ich weiß nicht, wer das war. Und das sind halt wirklich Bücher. Ich glaube, das älteste Buch, was ich hier habe, ist von 1842. Im Schnitt sind aber alle Bücher so, ja, 19. Anfang 20. Jahrhundert. Ja, viele Bücher vor dem Ersten Weltkrieg, vor dem Zweiten Weltkrieg sind dabei. In einem Buch haben wir auch, ich habe mit einer Freundin durchgeguckt, und in einem Buch haben wir dann auch so Morse-Codes gefunden, die man ja während dem Krieg ja, verwendet hat und dann auch wahrscheinlich lernen musste. Mega spannend. Die Bücher sind jetzt nicht alle von meiner Stiefoma, sondern auch noch von ihrer Verwandtschaft, was sie geerbt hatte. Und die Frau war Buchhändlerin und ihr Mann war, glaube ich, Pastor oder Priester oder ich weiß gar nicht, wie das heißt. Auf jeden Fall sind sehr viele religiöse Bücher mit dabei, was ich so feier. Ja, es sind so coole Sachen dabei. Klassiker, absolute Schätze. Und ich werde wahrscheinlich dieses Buch in mehrere Teile aufteilen. Dieses, habe ich gerade gesagt, dieses Buch aufteilen, dieses Video aufteilen, mehrere Teile, weil es einfach too much ist. Und ich starte das Ganze ohne jeglichen Plan. Hinter sind so, glaube ich, die absoluten Highlights. Also gerade hier die unteren, die zeige ich euch später. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wo anfangen. Darum würde ich. Oh Gott, nee, eine Sache muss ich anfangen, weil das war so süß. Meine Stiefoma hat ein sehr großes Haus und unten hat sie noch eine Einliegerwohnung, wo noch ein älterer Mann wohnt. Und er hat halt gehört, weil im Eingangsbereich war halt eine Vitrine mit vielen Büchern und er hat halt gehört, wie ich da halt so rumwurstle und so ausgerastet bin wegen den Büchern. Und dann kam der irgendwann raus und der so, ja, ich habe gehört, dass sie Bücher hier mitnehmen und ich wollte ihnen gerne auch welche von mir anbieten und das war so süß. Und dann hatte mir ein Buch, der so, ach, der hatte so süß gesagt, so, oh, ich habe das so verschlungen innerhalb von einer Nacht und das war so großartig. Und so eine tolle Liebesgeschichte und ich glaube, sie werden auch sehr viel Freude damit haben. Und oh, das war so süß, dann habe ich es mitgenommen und zwar ist es von Maria Canossa, der Wunschbaum. Nee, von Maria Canossa, der Wunschbaum von Sandra Paretti. Ich habe keine Ahnung, was es hier geht. Ah nee, das sind zwei. Oh, sorry, es sind zwei Bücher hier drin. Es sind zwei Bücher hier drin. Zwei in eins. Und, ach Gott, das war so süß. Das und dann hatte er noch hier ein Buch von Professor Dr. K. Mielke und Professor Dr. R.M. Williams, Enzyme, die Bausteine des Lebens, wie sie wirken, helfen und heilen. Mega spannend. Ich beschäftige mich sehr viel mit Heilung zurzeit und auch gerade mit Enzymen. Da freue ich mich wahnsinnig drüber und ja, ich werde alle Bücher in Ehren halten. Ne? Ich würde sagen, ich greife hier einfach mal irgendwie rein, was ich so finde. Wir haben hier einmal Grimms Märchen, das ist von die zweite Auflage von 1967. Das ist ein bisschen ein jüngeres Buch. Finde ich voll süß. Ich habe auch ganz viele Illustrationen drin und ja, ich sammle ja Märchenbücher. Diejenigen, die meinem Kanal schon seit mehreren Jahren folgen, die wissen das, glaube ich, auch. Dann habe ich hier von Romano Guardini von Heiligen Zeichen. Und da, oh Gott, da sind immer so viele Zettel drin, wo irgendjemand so viel. Schaut euch mal diese handschriftlichen Notizen an. Ne?
ich kann das überhaupt nicht lesen, aber ich werde versuchen, es zu entziffern. Und ich glaube, das ist auch sehr, sehr alt. Das steht jetzt hier nicht drin von wann, aber das ist auf jeden Fall ein sehr altes Buch. Finde ich mega spannend. Ich interessiere mich sehr für Zeichen und solche Dinge. Hier haben wir einmal die Heilige Schrift, die Bibel. Und ja, die ist auch noch in Altdeutsch geschrieben von 1964. Finde ich auch sehr schön. Ich glaube, das ist so ein Gesangsheft aus der Kirche. Hier haben wir Jesus lebte in Indien, Originalausgabe von Knaus. Dann haben wir, oh Gott, Leute, das ist so viel. Nochmal hier was Religiöses. Der Kreuzweg unseres Herrn und Heilandes, auch von Romano Guardini. Oh Gott, das Reichsmark 5 Reichsmark 85. Oh mein Gott, schaut mal, da sind so viele Zettel drin. Das sind alle beschrieben, das ist alles in Altdeutsch geschrieben. Von wann ist denn das? 1940. Ja, voll cool. Ich liebe sowas. Was haben wir hier? Aus den Schätztestlein des reinlichen Hausfreunds. Johann Peter Hebel aus den Schatz. Ach Gott, ich muss mich noch ein bisschen gewöhnen an die altdeutsche Schrift, gell? Oh Gott, das Buch wurde jemandem geschenkt, 1948. Verlagshaus Darmstadt, oh mein Gott. Ich habe keine Ahnung, was es hier geht, aber es ist auch sehr braun. Ich muss mir das alles genau angucken. Ich werde dann auch schauen, was ich alles behalte, was ich vielleicht auf Tauschticket vertausche, eventuell. Muss ich mal gucken. Beziehungsweise ich habe auch schon mit einer Freundin, weil ich habe hier noch ein paar Klassiker und sie sucht seit Jahren nach so einer Sammlung. Und da habe ich gesagt, weißt du was, ich brauche es jetzt nicht. Dann machen wir es einfach so, du kriegst meine Amazon-Wunschliste und wir tauschen einfach. Und dann bin ich mega happy. Das Buch sieht so wunderschön aus. Guckt euch mal bitte das Cover an. Ich finde die alten Bücher sind viel schöner als die ganzen modernen. Also es macht einfach viel mehr her im Bücherregal. Von Trygve Gulbrandsen und Ewig singen die Wälder plus Das Erbe von Bjørn Dahl. Also sind wieder zwei Romane in einem. Ich finde, das Buch sieht einfach nur wunderschön aus. Dann haben wir hier so eine ganze Reihe. Und zwar sind das Grillparzers Werke. So sehen die aus. Wunderschön. Und oh Gott, die sind so alt. Oh mein Gott, ist auch altdeutsch. Von 1907 sind diese Bücher. Oh mein Gott. Und eigentlich sind die von außen, also sorry, die sind in so einem guten Zustand. Aber das ist einfach, ist alles altdeutsch. Also, könnt ihr euch mal angucken. Ja. Also da haben wir einmal Grillparzers Werke. 1 bis 4, 5 bis 6, 5 bis 8, 9 bis 12 und 13 bis 16. Und ich muss echt mal loben, ne? Ich glaube, das sind so die Deutschen. Ne? Bei uns wäre wahrscheinlich von jeder Reihe würde mindestens ein Teil fehlen. Und es sind wirklich alle Teile immer beisammen. Dann haben wir hier Eichendorffs Werke, Gedichte, Die Freier, Ahnung und Gegenwart, Novellen. Band 1 und Band 2. Ich guck mal hier rein. Das ist der zweite Band von steht nix, aber auch wieder Altdeutsch. Also ich denke auch ja, so Anfang 20. Jahrhundert wird das Ganze sein. Wunder, wunder, wunderschön. Eichendorff kenne ich nicht. Ich muss aber sagen, dass ich mich sehr, sehr wenig mit deutschen Dichtern und Schriftstellern beschäftigt habe. Darum, ja. Dann haben wir hier auch von Romano Guardini religiöse Gestalten in Dostojewskis Werk aus der Hegner Bücherei. So sieht das Ganze aus. Auch voll schön. Steht auch wieder irgendwas drin. Ich kann es nur nicht entziffern, weil diese Schrift gerade mit diesem Füller immer geschrieben, mit Tinte. Von 1947 ist das Ganze. Auch wunderschön. Hey, das sind absolute Schätze. Was haben wir hier? Goethe wandert. Oh, Goethe. 1932 wurde das verschenkt. Also
Die Signatur ist von 1932 hier drin. Ja. Ausgewählt und eingeleitet von Josef Bernhard. I don't know. Dann haben wir hier Thomas Mann, Erzählungen. Ich glaube, es ist ein bisschen jünger. 1957. Also Thomas Mann. Dann die unsichtbare Flagge von Peter Bamm. Ich denke, das ist ein Roman. Also jetzt so Bücher, mit denen ich jetzt nichts anfangen kann. Ich habe halt dann irgendwann alles einfach mitgenommen. Also das ist alle, weil ihr müsst euch vorstellen, die Bücher würden sonst einfach auf den Müll gelandet. Wenn ich mir jetzt denke, die ganzen Bücher anschaue und denke, wenn ich jetzt nicht da gewesen wäre, um sie zu nehmen, was mit den Büchern passiert wäre. Und dann denke ich mir, oh Gott, wie viele Hausräumungen gibt es, wo so wertvolle Werke und Bücher einfach weggeschmissen werden. Oh Gott, das bricht mir mein Herz. Hier haben wir von Paul Weimar Geliebte Hortense. Oh Gott, ich liebe diese Buchrücken. Und schaut mal von vorne, wie schön das ist. Das Ding ist auch ein Roman. Dann haben wir hier die biblische Handkonkordanz. Don't know what this is. Ich bin jetzt nicht der größte Kirchen. Ich interessiere mich sehr für Religion aufgrund von Geschichte. Alphabetische Wortregister. Ein Register zur Bibel. Das ist interessant. Das ist mega. Das ist voll praktisch für mich. Das kann ich tatsächlich nutzen, weil ich lese sehr oft in irgendwelchen Romanen oder irgendwelchen Büchern und die greifen oft natürlich auf biblische Verse zu. Und bis du das ja irgendwo in der Bibel findest, so ciao, das ist mega cool. Das ist mega cool. Dann haben wir hier Nikolai Leskov, der Gaukler Pamphalon, Reklame. Ich glaube, das ist 50er Jahre, müsste es sein. 1953, als Reklambücher noch hübsch waren, schön aussahen. Hier haben wir Wolfgang von Goethe, Faust, erster Teil. Ich denke, Faust kennt jeder von Goethe. Das ist auch sehr, sehr, sehr alt, dieses Buch. Ich glaube, das ist, hier steht es, 1880. Das ist von 1880 einfach mal. Das ist so schön. Oh Gott, sind solche Schätze. Dann haben wir hier Frühe Stätten der Christenheit von Peter Bramm. Das finde ich auch mal sehr spannend. Ich habe auch so viele Bücher über keltische so Städten und Kraftorte. Und ja, das sind hier so viele. Zum Beispiel der heilige Berg Athos ist hier drin. Da habe ich auch schon viel drüber gelesen. In Libanon, Damaskus, Babylon, Jerusalem. Also sehr viele solche Orte. Sowas. Love it. Das ist ja voll mein Geschmack. Dann haben wir hier Max Doughton Day, die 8 Gesichter am Biwasee. Don't know what this is. Ja, gut. 1953. Japanisch. Japanische Liebesgeschichten. Das könnte doch was für mich sein. Dann habe ich hier von Jetta Carlton, Wenn die Mondwinden blühen. Sehr hübsches Cover. Ich kenne die Geschichte nicht. Aber ich bin sehr gespannt. Dann haben wir hier Der Born Judas, M.J. Ben-Gurion. So sieht das Ganze aus. Also es ist sogar noch mit Schutzteil drumherum. Also das Buch, sorry, das ist wie neu einfach. Das ist wie neu. 1959. Hey, also das hat einen besseren Zustand als manche Bücher aus meiner Medimops-Bestellung. Und das Buch ist einfach mal 50, 60 Jahre alt. Also, ja, ich keine Ahnung, was es hier geht. Dann haben wir hier Die deutschen Romantiker
Band 1 und Band 2. Ach, voll schön, mit so Karten. Stifters Werke. Ist es Stifters? Stifters Werke. Band 1 bis 7. Und dies, oh Gott, wow. Das ist der Herr. Stifters Werke, Studien, erster und zweiter Band, bla bla bla. Steht jetzt nicht, von wann das ist, aber ist auch in Altdeutsch geschrieben. Also schätze ich auch Anfang 20. Jahrhundert. Aber auch wieder ein Mega-Zustand. Also die Bücher, wenn man überlegt, dass die wahrscheinlich einen Weltkrieg überstanden haben. Wie gesagt, manche Medimobs und Rebuy-Bestellungen kommen nicht so gut an. Wobei sogar ich hatte sogar schon Amazon-Pakete. Ich hasse das, wenn ihr so mehrere Sachen bestellt, so Bücher und aber halt irgendwie so, keine Ahnung, noch so Drucker, Patronen und so jeglichen Scheiß und die alles in ein Paket machen und dann euer Buch kaputt geht, da kriege ich voll die Anfalle. Einer muss machen, Manfred Hausmann, und da ist eine Geschichte über Persephone drin und da freue ich mich wahnsinnig drüber. Das sind auch wieder so viele Zeitungsschnipsel und Persephone! Oh Gott, da freue ich mich so sehr. Fischer Verlag, 1941 ist das Büchlein alt. Gott, Wahnsinn, Wahnsinn. Dann haben wir hier auch ein wunderschönes Buch, Die Heilige Insel. So sieht das Ganze aus. Und, oh, who that? Unter dem Schleier der Gisela. I don't know who this is. Das ist auch in Altdeutsch geschrieben. Das sind auch voll viele Bilder in diesem Buch. Es steht aber nicht, von wann das Buch ist. Es wurde auf jeden Fall 1917 geschrieben. 1931. Ah ja, das ist von 1931. Keine Ahnung, was das für eine Geschichte ist. Dann, oh mein Gott, haben wir hier Gottfried Kellers Werke. Hat mir nicht Gottfried Keller schon? Ne, Stifters Werke. Gottfried Kellers Werke haben wir hier noch. Das ist auch sehr, sehr, sehr alt. Das kenne ich schon am Papier. Da ist der gute Mann. Seht ihr, wie dunkel das ist? Die Seiten. Oh, wow. Da hat jemand reingeschrieben? 1884. Ah ne, das ist von ihm. Sorry. Das ist Anfang 20. Jahrhundert ist das. Anfang 20. Jahrhundert auch wieder so wunderschön Altdeutsch. Ich finde Altdeutsch ist eigentlich echt sehr schön. Mir gefällt Altdeutsch sehr. Dann haben wir Heinz Schüttler, Luigi Casimir. Schaut mal, wunderschön. Ich glaube, das ist eine Seite, die rausgefallen ist. Von 1944. Oh, wow. Ich glaube, es war ein Künstler. Mit 76 Farbbildern nach Radierungen des Künstlers und einer Bildzeichnung von Tanaka Hörnes. Oh, wie schön. Es sind ganz viele Bilder drin. Voll schön. Wow. Am liebsten würde man eigentlich die Bilder so ausschneiden oder halt so abtrennen und so aufhängen. Ja, wunderschön. Ich kenne den Künstler nicht. Okay, ich muss gucken, wohin mit den Sachen. Dann haben wir hier Unsterbliches Spanien. Meisterwerke spanischer Malerei. Das ist doch was für mich. Rembrandt Verlag. Oh, wow. Von Greccio spricht man so aus. Voll schön. Voll. Oh mein Gott. Das sind so schöne Werke einfach drin. Oh, das gefällt mir. Velázquez, Venus vor dem Spiegel. In der Londoner Nationalgalerie. Oh mein Gott, das Bild gefällt mir voll gut. Voll schön. Richtig schön. Oh, das gefällt mir. Oh,
Velasquez, ich kenne den Künstler nicht. Oh, wie schön. Ich könnte es so stundenlang angucken. Da freue ich mich sehr darüber. Ich liebe Bücher über Kunstwerke. Ich bin ja auch so ein Opfer. Ich kaufe mir immer, wenn ich bei irgendwelchen Kunstausstellungen bin und die machen da so ein Buch dazu, da muss ich mir das immer kaufen. Dann haben wir hier Geschichte der deutschen Literatur, der erste Band und natürlich auch der zweite Band, der darf nicht fehlen. Oh Gott, oh mein Gott, das ist, also wieder so viel, ich liebe es, wenn so Zeichnungsausschnipsel und sowas drin ist. Wolfgang Goethe und Friedrich Schiller haben wir hier. Von 1922. Das Buch ist von 1922. Guck mal, wie schön. Auch wieder so altdeutsch. Oh mein Gott, das ist so schön. Es sind voll viele Illustrationen drin. Was, ich glaube, ich habe da gerade Mozart gesehen, oder? Nee. Lessing? Ich bin da nicht so bewandert. Gotthold. Ephraim Lessing, glaube ich. Ich glaube Lessing. Oh Gott, jetzt kommt hier meine fehlende Allgemeinbildung zum Vorschein. Aber das feiere ich extrem. Oh Gott, ich sage, das ist hier der absolute Schatz. Dann haben wir hier Weltkunstgeschichte, Band 1 und Band 2. Das sind wieder meine Themen. Das ist ein bisschen jünger. Erster Band, Frühkultur in Ägypten, Altamerika, Orient, klassische Antike, Islam, Indien, der ferne Osten. 1964. Oh, mit verwebten Bildern. Oh, wie schön. Oh, love it. Also das feiere ich extrem. Das kriegt auch einen ganz besonderen Platz bei mir zu Hause. Dann, oh, das ist auch wunderschön, Lovely Britain, ne? Ein Buch über Großbritannien und das To Elsa with Happy Memories of England from Mrs. Room. Ich weiß nicht, wer Elsa war. Und das ist von 1949 und das sind ganz viele Bilder und Orte aus England darin, ne? Wunderschön. Also wirklich ein tolles Buch. Bin ich auch sehr gespannt, werde ich auch auf jeden Fall mal drin rumblättern. Dann haben wir hier noch ein paar kleine Bücher. Der Mythos des 20. Jahrhunderts. Keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Was für ein Mythos. Von Alfred Rosenberg. Diese Rede ist niemand gesagt. Blablabla. Eine Wertung der seelisch-geistigen Gestaltenkämpfe unserer Zeit. Interessant. Dem Gedenken der 2 Millionen deutscher Helden, die im Weltkrieg fielen für ein deutsches Leben und ein deutsches Reich der Ehre und Freiheit. Von 1942. Bin mal gespannt, was es damit auf sich hat. Dann haben wir hier Der Hungerpastor von Wilhelm Raabe. So sieht das Ganze aus. Wenn da jetzt irgendwie so krassen Schätze dabei sind, müssen wir auf jeden Fall schreiben. Von 1931. Auch wieder so altdeutsch. Voll interessant. Mega spannend. Dann haben wir hier Die Erzählung und Märchen von Oscar Wilde. Hey, schaut mal, Leute, mit Schutzumschlag einfach mal. Erzählung welche von Oscar Wilde. Oh mein Gott, wie schön. Das ist... Oh, ist das schön. Oh, mein Herz. 1926. Oh mein Gott. Oh, wie schön. Oh mein Gott, da freue ich mich so sehr drüber. Hey, das hat nicht nur den Schutzumschlag von 1926, es hat noch die Schutzhülle. Ich sag's euch, das sind die Schwaben. Das sind die Schwaben, die gehen mit ihren Sachen ordentlich um. Ja? Was habe ich hier? Sturm, sämtliche Werke, Band 1 und Band 2.
Also das ist wie eine Bibel. Das ist wie eine Bibel. Da steht sogar welche. Also. Printed in Germany. Ja, das hätte ich mal schon fast gedacht. Weiß ich nicht, von wann die sind. Aber ja, haben wir noch den Sturm, den guten. Dann haben wir hier so ein kleines Büchlein. Keine Ahnung, was das. Ausgewählte Novellen. Aus dem Französischen übertragen von Hedda Möller-Bruck. Fünftes Bändchen. Das fünfte Bändchen. Reklam. Das ist aus dem Reklam-Verlag. Ich habe keine Ahnung von wann, wie und wo. Dann haben wir hier Bilder aus der Kirchengeschichte von Emil Staub und Arnold Zimmermann. Oh mein Gott, 1927. Schaut mal mit zum alten, ich glaube, das ist wie so ein Bibliotheksausweis, Kanton Zürich. Auszug aus der Verordnung der Leistung des Staates für das Volksschulwesen vom 28. November 1913. Das ist ein Schulbuch gewesen. Ich habe noch ein altes Schulbuch hier aus den 20er Jahren. Das ist wow. Ich würde aber sagen, ich beende mal das erste Video. Wir haben noch so viel. Wir haben noch Shakespeare und diese absoluten Schätze und andere Klassiker. Das zeige ich euch im zweiten Teil. Es ist sehr viel. Es ist sehr, sehr viel hier. Ich hoffe, ihr findet das Ganze spannend und interessant. Hinterlasst mir mal eure Kommentare. Sammelt ihr auch alte Bücher? Würde mich mega interessieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach, ich denke, übermorgen zum zweiten Teil.